Hallo, im letzten Video haben wir unsere erste Datenbank erstellt und wir haben in dieser Datenbank eine Tabelle erstellt mit Formel 1 Fahrer und jetzt wollen wir diese Tabelle mal abfragen. Also fangen wir mal an. Ich arbeite hier, in diesem Video arbeite ich jetzt nur in Postgres zwar, aber dasselbe, was ich hier mache, gilt jetzt für die anderen Pakete wie MySQL oder Access. Ja? Ist auch das, was wir hier machen, gilt, kann man auch mit SQL Server auch machen. Okay? So. Also ich habe jetzt hier Postgres gestartet, ich mache das hier auf und ich gehe dann zu Databases und meine Datenbank ist die F1 DB. Okay, so und ich gehe gleich in meine SQL-Oberfläche. So, da habe ich es. So, jetzt will ich sehen, gewisse Daten. Jetzt zur Erinnerung, ich habe mal hier zur Erinnerung die Tabellenname geschrieben und die Felder, die wir in der Tabelle drin haben. Okay, so, das heißt. Wenn ich jetzt zum Beispiel will jetzt alle Fahrer sehen, die ich hier habe, dann fangen wir an mit dem ersten Statement in SQL und das ist der Select. Also Select und Select fängt immer so an, Select und dann welche Felder will ich jetzt sehen? Ich will jetzt eigentlich First Name und den Surname, also quasi erster Name und Nachname. Und jetzt muss ich auch hier festlegen von wo, from und wie heißt die Tabelle? Drivers. Ja? Normalerweise muss man auch die Datenbank eingeben, aber in dem Fall sind wir ja in der Datenbank, ich tue es mal gerade hier noch zeigen, wir sind hier in der Datenbank F1 DB, die wir erstellt haben und von daher muss ich hier in dem Fall den Datenbankname nicht eingeben. Okay? Und wenn ich jetzt den Code laufen lasse, dann sehe ich hier unten die Resultate, die ich habe. Okay? Und wir können jetzt hier auch zusätzlich mit dem Komma kann ich ein weiteres Feld hinzufügen, nehmen wir mal Victories. Okay, und dann erneut laufen lassen. So habe ich jetzt die Felder. Okay, so jetzt so kriegt man alle Daten. Will man jetzt zum Beispiel, mich interessieren die Leute oder die Fahrer, die mehr als 10 oder mehr als 9 Siege oder haben. Ja, und das heißt, das bleibt so wie es ist. Und dann kommt hier ein weiteres Statement, nämlich where. Und dann wer soll mehr als 10 Siege haben? Das Feld Victories, also wo Victories und dann größer als 9. Okay? Und dann, wenn ich das jetzt aktiviere, dann sehe ich jetzt nur die Fahrer, die mehr als 10 Siege haben. Machen wir es noch weniger, machen wir größer 19, dann haben wir die über 20 Siege, dann haben wir noch weniger. Und das sind diese Fahrer. Okay? So, jetzt muss ich ja auch sagen, es kommt darauf an, in welches Paket man arbeitet. Zum Beispiel in SQL Server muss man vielleicht die Felder in solche eckige Klammern setzen oder in Gänsefüßle, je nachdem. Man muss sich informieren über das Paket, in dem man arbeitet, wie man die Felder schreibt. Also hier, man sieht hier in Postgres, kann ich die Felder ganz normal reinschreiben, ohne irgendwelche Klammern oder sowas. Okay? So, das Where-Statement ist hier sehr wichtig und man kann auch das Where benutzen, selbst wenn das Feld unsichtbar ist. Also ich probiere es mal hier. Also ich mache mal hier das Victories weg. Und ich werde immer noch dieselben Leute kriegen. Allerdings, das Victories in dem Fall wäre nicht sichtbar. Ja, das heißt, wenn ich, das ist ja wichtig zu wissen, gerade für Leute, die neu mit Datenbankabfragen sind. Das heißt, ich muss nicht das Feld darstellen, um nach dem Feld zu filtern. Ja? Wie man sieht hier, ich stelle nur erster Name und Surname dar. Und ich filter allerdings nach Victories, obwohl die Victories nicht sichtbar sind. Okay? So, und jetzt könnten wir noch mehr machen. Und zwar, ich kann hier noch eine weitere Bedingung hinzufügen. Jetzt, wenn man weitere Bedingungen hinzufügt, gibt es zwei Methoden, wie man die miteinander koppelt. Eins ist mit and, also und das andere ist mit or, quasi oder. Was ist der Unterschied? Bei and muss jeder Datensatz muss jede Kriterie erfüllen. Also wenn ich hier schreibe Championships, ja, das sind ja unsere Titel, Championships größer 2. Ja, also ich suche nach alle Leute, die mehr als 19 Siege haben und mehr als 2 Weltmeistertitel. Okay? Und da sieht man, die Auswahl wird geringer. Und bei
And, wie gesagt, muss jeder Datensatz beide Bedingungen erfüllen. Ich gebe mal so ein Beispiel, das jeder versteht. Ist so, wenn ich jetzt sage, ich suche nach jemand Reiches, dann habe ich eine riesen Auswahl. Ich suche nach jemand Reiches und schön, dann ist die Auswahl schon geringer, weil jetzt müssen die Leute oder die Datensätze beide Bedingungen erfüllen. Ich suche nach jemand, der ist reich, schön und intelligent, dann ist die Auswahl noch geringer. Ja? Also die, mit jedem und geht die Auswahl immer, wird die Auswahl immer geringer. Und ist quasi ein Filter, der die Auswahl verringert. Okay? So, jetzt, es gibt das, das ist eine Weg, wie man, eine Methode, wie man mehrere Bedingungen zusammenkoppelt. Die andere Methode ist mit dem OR, mit dem Oder. Jetzt bei Oder ist gerade anders als beim AND. Beim Oder muss jeder Datensatz mindestens nur eine Bedingung erfüllen. Also hier kriege ich alle Leute, die mehr als 19 Siege haben, unabhängig von deren Weltmeisterschaften. Oder ja, ich kriege auch zusätzlich zu meinen Daten, kriege ich auch alle Leute, die mehr, alle Fahrer, die mehr als zwei Weltmeisterschaften haben, obwohl die vielleicht ganz weniger Sieger als 19 haben. Ja? Das können wir mal probieren, da sieht man, da hat man viel mehr Möglichkeiten. Ich schalte mal kurz das Victories wieder an, dann kann man sehen, auf welche Kriterien das alles läuft. Und da sieht man hier zum Beispiel, der Jack Brabham hat, ist nur da wegen seiner Weltmeistertitel. Er hat mehr als zwei Titel, obwohl er seine Victories, seine Siege weniger als 19 sind. Okay? So, das sind so die zwei Möglichkeiten, wie man das macht. Und dann hat man, man kann auch dann auch natürlich noch die Daten sortieren. Ja? Und das geht folgendermaßen. So, und die Sortierung, die kriegen wir mit der Funktion oder mit dem Statement Order. By. Jetzt, nach was sollen wir sortieren? Wir wollen jetzt nach zum Beispiel Anzahl der Siege sortieren. Victories. Jetzt, wenn ich nichts schreibe, wäre das aufsteigend sortiert. Ja, probieren wir es mal. So, da sieht man, die kleinsten Siege stehen oben und der größte Siege unten. Will ich das absteigend sortieren, dass das quasi andersrum sortiert wird, dann schreibt man DSC for descending. Und so wäre das dann. Oh, habe ich das falsch geschrieben? So, dann muss ich das hier noch. Das E. So, jetzt müsste es gehen. So, und da habe ich dann jetzt die Anzahl der Siege stehen oben. Also steht derjenige mit der höchsten Anzahl oben und der niedrigste unten. Okay? Also das heißt, hier hat man nicht nur gefiltert, sondern auch noch dann diese Resultate sortiert. Okay? So, das ist mal eine kurze Einweisung, wie man einfache Filter mit Datenbanken oder mit SQL macht. Wie gesagt, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, gilt für alle Datenbanken jetzt. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Und ich werde jetzt im nächsten Video werde ich zeigen, wie man solche Statements für eine größere Anzahl macht, ja, für eine größere Anzahl von Datensätze, weil oft hat man das Problem, dass man zum Beispiel hunderte von Datensätze in eine Datenbank einfügt oder nach mehreren ORs abfragen will, und das kann ich dann zeigen, so ein kleiner Tipp, wie man das so mit Excel in den SQL-Code generiert.